Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ich habe gestern random in meinem Stream ein Custom Crosshair gemacht auf dem PC. Das hier. Und da haben mich viele gefragt, Alter, wie hast du das gemacht? Das seht ihr gerade in der Mitte des Bildschirms. Damit kann man in Fortnite anscheinend auch tatsächlich spielen. Und es ist erlaubt, was sehr, sehr geil ist. Der Chat ist auch mit am Start. Ihr seht super aus heute, Chat. Wenn ihr das Ganze auch nicht mal verpassen wollt, dann twitch.tv/amar. Würde ich mich sehr darüber freuen. Gerne ein Follow da lassen. Dieses Custom Crosshair. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Das ist ultimativ geil. Gerade für die ganzen Shooter-Games, meiner Meinung nach. Weil jede Waffe, auch eine Shotgun oder sonstiges, hat immer so ein komisches Crosshair. Ich zeige euch das gleich in Fortnite und natürlich vorher auch, wie man das bekommen kann. Das kostet aber Geld, habe ich gehört. Der Chat kennt wahrscheinlich auch Lösungen, wie es kein Geld kostet. Aber ich denke mal, wenn man aus dem Epic Games Store das kauft, dann ist es am sichersten. Meiner Meinung nach. Ich verdiene daran nichts. Es ist mir auch alles scheißegal, wie ihr das holt oder ob ihr es holt. Ich will euch einfach nur zeigen, dass es diese Option gibt. Genau. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne ein Abo da lassen, Creator-Code AMAR eintragen und Abfahrt. Crosshair X. Und da seht ihr auch schon, ne? Da gibt es ein paar irgendwie Referenzen. Dann gibt es hier noch ein kleines Video dazu. Alter. Animierte Fadenkreuze, benutzerdefinierte Bilder, erstelle Tastenkombination. Das Ganze kostet 7,19 Euro. Ja, dann könnt ihr es einfach ganz normal kaufen, wenn ihr es überhaupt kaufen wollt oder nicht. Es gibt, glaube ich, auch kostenlose Versionen des Ganzen. Da kann mir gleich der Chat helfen, das werdet ihr dann auch nochmal im Video sehen. Bei Steam kostet es nämlich 5 Euro. Also Steam ist so wie Epic Games Store, nur halt für Steam halt. Ist eine andere Sache, da wo CSGO und sowas ist. So, ich bin auf Steam drauf, Chat. Und dann geht man ja wahrscheinlich auch wieder in die Suche rein. Dann schreibt man Crosshair X. Ah, das ist genau das gleiche. Kostet 5,89 Euro. Und es gibt Crosshair V2. Das ist kostenlos. Verfehle nie wieder einen Schuss mit Crosshair V2. Ja, so ein Punkt ist immer ganz geil, aber die anderen sind jetzt nicht so geil. Ich glaube, da kann man auch nicht so benutzerdefinierte Sachen machen. Aber Crosshair V2 ist kostenlos. Für die Leute, die keine Kohle ausgeben können und wollen, das ist die Alternative zu dem Ganzen, könnt ihr auf Steam finden. Ich zeige euch jetzt mal, wie das dann aussieht. So, ich gehe jetzt auf Crosshair X. Ich gehe jetzt hier rein und so sieht das Ganze hier drinnen aus. Hier sehe ich jetzt mein Fadenkreuz und das ist richtig, also das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Hier werden mir auch noch Fadenkreuze vorgeschlagen. Ich habe zum Beispiel das von Kanada genommen, das ist ein amerikanischer Pro. Aber hier gibt es auch Fortnite Tier 1 Profis, welche Fadenkreuze, Fadenkreuze sie nutzen. Gibt es hier noch andere, Pimp, Neymar etc. Dann gibt es auch noch andere Fortnite Content Creator, die welche gemacht haben. Zum Beispiel Mr. Lust oder Harvey, Lolly, Ninja, Hero Clicker und wie sie alle heißen. Und gemeinschaftliche. Da kann man auch natürlich verrückt werden und crazy Punkte machen und so. Manche Monitore können das auch von selbst. Stimmt, ich hatte auch mal so einen. Ich finde es aber das tatsächlich besser. Ihr müsst natürlich auch das Programm immer im Hintergrund laufen lassen. Und hier kann man sich komplett alles selber customizen. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt mein eigenes, komplettes, custom-made Crosshair machen. So, ich kann ja zum Beispiel das hier. Ich kann so Schichten machen. Ups. Ich kann ja zum Beispiel sagen, alles klar, warte, erstmal benenne ich das AMAR Crosshair, speichern, boom, ist gespeichert und jetzt möchte ich eine weitere machen. Lohnt es sich das auch für Controller? Das finden wir gleich heraus. Es ist erlaubt von Fortnite selbst. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ich habe auch einen Clip von, einen Ausschnitt gesehen von Kanada, der hat darüber im Stream geredet, es soll anscheinend erlaubt sein. Okay, Alter! Crazy Durchmesser. Unschärfe kann man noch reinpacken. Deckkraft kann man noch verändern. Länge, Breite, Versatz, Drehung, Abschussanimation. Lol. Abschussanimation links, rechts. Alter, da kenne ich mich ja gar nicht aus bei sowas, ne? So. Ich habe jetzt irgendwie einen Kreis oben links bei mir drinne. Also, ihr seht schon, Chat. Ich, oh, warte mal. Hier kann man sogar Bilder ablegen. Warte mal. Das will ich mal kurz anschauen. Ich könnte jetzt dort einfach ein Gesicht von Reason reinpacken. Fadenkreuz. Aber ich benutze einfach am liebsten das von Kanada. Ihr seht es jetzt gerade in der Mitte des Bildes. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich für mich selber benutzen kann. Ich gehe direkt mal in Fortnite und teste das Ganze mal aus, Chat. Okay. So ein 1. Ja, damit die 200 pumpen.
Und wir gehen am allerbesten, wo ihr das Ganze natürlich trainieren könnt, ist auf unserer Aim, Edit und Build Map. Dafür könnt ihr einfach Amar eingeben. Könnt zum Beispiel unsere 1v1 Map spielen, aber auch die Pro Practice Map, Build, Aim und Peace Control, könnt ihr natürlich auch immer favorisieren, auswählen. Ich spiele das mal. Eine wichtige Einstellung habe ich vergessen zu sagen, das zeige ich euch gleich. So, natürlich denkt ihr euch jetzt, hä, wo ist denn jetzt mein Crosshair? Das ist nämlich genau der Punkt. Ihr müsst nämlich in Fortnite auf Vollbild im Fenster gehen. Natürlich immer darauf achten, 1920 zu 1080, 16 zu 9. Dann auf das Anwenden. Es wird jetzt einiges an FNCS ziehen bei euch, das ist normal. Aber dafür habt ihr jetzt das perfekte Custom Crosshair in eurer Mitte. Ja, und noch eine weitere wichtige Einstellung. Ihr müsst noch auf HUD gehen. So, Fadenkreuz ausmachen, anwenden. So, das heißt, das Einzige, was ihr jetzt nur noch seht auf der Web, ist Reasons hässliches Gesicht. Wir gehen mal in den Close Range Tracker. Wir gucken uns das Ganze mal auf Close Range an. Wie gut ich mit Reason und seinem Kopf aimen kann, Digga. Digga, ich treff nur Talent, 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 Talent. Oha, Reason bringt mir Glück, Chat. Natürlich wollen wir auch eine kleine Midrange-Tracking-Session mit Reasons Gesicht machen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja? Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit Reasons Gesicht. Alter! Digga, Reasons Gesicht gibt mir neue Kräfte. Fast so gut wie Thomas HD. Geht das auch mit der DMA? Reason, du musst treffen. Okay. Okay, ich bin klein. Das war ein Blanket. Noch ein Blanket. Ah, Digga, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, Chat. Ich hab gar nicht mal so schlechtes Aim. Bap, Harnett! Da habe ich irgendwas vergessen. Hier können wir natürlich nochmal ein bisschen Peace Control üben. Dann hier auch auf unsere 1v1 Web gehen. Ob es sich dafür lohnt, Vollbild auszumachen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Triple Edit mit Reason gemacht hat? Ich habe so lange schon wieder kein Fortnite mehr gespielt, ne? Crazy. Ey, wir müssen mal eine Lost Legend Special Round machen, nur mit diesem Crosshair. Das wäre crazy. Aber die ganzen Creator würden das gar nicht hinbekommen. Die würden nicht wissen, wie das geht. Aber das wäre todfunny für so ein LAN-Event. Das könnte man auf so einem LAN-Event einstellen. Das wird gehen. Und dann könnte ich jetzt auch baiten. Ich könnte so meinen YouTube-Titel machen, mit Reason gemeinsam Solo Cash Cup spielen. Ah! Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das konnte eine lehrreiche Stunde werden. Dankeschön, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.